Im Grunde war es am Ende so, ich habe irgendwie fast 10.000 Euro Schulden gemacht. Hi Leute, ich wollte euch heute mal einen kleinen Jahresrückblick geben und mal erzählen, was so passiert ist bei mir. Wir sind nämlich gerade hier so auf Familienbesuch und gehen gerade mit dem Hund spazieren, nicht mit unserem. Und da wollte ich die Gelegenheit mal nutzen, euch so ein bisschen zu erzählen, was bei mir ja persönlich, innerlich, aber auch vor allem passiert ist und ja, was für Themen dieses Jahr so aufgetaucht sind. Bei mir war es nämlich so, vielleicht hatte der ein oder andere das damals mitbekommen, das Jahr ist so gestartet eigentlich. Ich habe gemerkt, hey, die letzten Jahre, ich habe den Kanal jetzt, glaube ich, bald seit 5 Jahren. Und ja, Anfang des Jahres habe ich gemerkt, okay, vorher hatte ich immer noch, ja, wenig Ausgaben, hatte ein bisschen finanziellen Puffer. Und da habe ich gemerkt, ey, okay, stehe ich gerade an so einem Punkt, jetzt müsste ich das Ganze mal richtig schauen, wie ich das Ganze überhaupt finanzieren kann auf Dauer, weil es war so ein Punkt, ich musste mich entscheiden. Ich war schon kurz davor wieder, oder ich habe sogar schon in einem Ingenieurbüro angerufen und habe so überlegt, einen Halbtagsjob mir zu holen, um meinen Job hier zu finanzieren. Damit ich euch helfen kann. Und habe mir so gedacht, ey, okay, das kann es auf keinen Fall sein. Das ist irgendwie nicht Sinn der Sache. Ja, ich habe jede Woche Mails von euch bekommen. Ich werde mal hier was einblenden. Ja, wie es das Leben verändert hat von jemandem. So, wie dankbar sie dafür sind. Für die Videos, für die Arbeit oder Retreats oder Seminare oder sonst was. Und ich konnte mir am Ende nicht mal davon die Miete leisten, gar nichts. Im Grunde war es am Ende so, ich habe irgendwie fast 10.000 Euro Schulden gemacht, um jemandem zu helfen. Ich meine, es ist nicht so, als könnte ich irgendwie einen anderen Job machen, aber das ist das, wofür ich mich entschieden habe. Und das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt, wenn du das von dir selber kennst, das Commitment zu haben, was durchzuziehen. Und für mich gab es keine Alternative. Das war das, was ich machen wollte. Ich habe gemerkt, was das bewirkt, wie viel das hilft, wie viel es mir geholfen hat, wie viel es euch geholfen hat. Und ich habe gemerkt, das ist das, was ich machen möchte. So. Und wenn ich anscheinend nicht in der Lage bin, das irgendwie zu finanzieren, wenn ich irgendwie jede Woche von euch irgendwie eine Nachricht bekomme, wie es das Leben verändert hat, dann kann es das irgendwie nicht sein. Da mache ich irgendwas falsch, was den Punkt von der Finanzierung anbelangt, habe ich gemerkt. Und dann, ja, habe ich mir da einfach Hilfe gesucht, letztendlich wirklich mal jemanden, weil viele können sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, was so im Internet unterwegs ist. Die wenigsten können davon irgendwie leben. Die Leute stellen sich da irgendwie vor, auch mit YouTube hier. Manche haben dann gemeint, ja, wir bezahlen nicht mit deinen Klicks oder so, so ein Kommentar. Nein, Alter, von den Klicks auf YouTube. Da kann ich mir nicht mal irgendwie die Kosten decken. Da kann ich ein paar Unkosten mitdecken. Das sind 50 Euro im Monat, wovon man nicht mal seine Krankenversicherung, nicht mal Miete zahlen kann. Ja, geschweige denn, dann was zu essen holen. Ja, echt. Und das kann es wirklich nicht sein. Und deswegen hatte ich mir da Hilfe geholt und dann hat sich das Ganze auch Gott sei Dank innerhalb von ein paar Monaten geklärt, wo dann die Entscheidung stand und das Commitment da war, das durchzuziehen, mal durch diese Ängste, durch diese ganzen Glaubenssätze durchzugehen und auch ein System einfach zu haben. Und seitdem macht die Zusammenarbeit halt auch wieder viel mehr Spaß, weil ich halt gemerkt habe, ey, okay, es hat gar nicht mehr funktioniert, weißt du, ich konnte nicht mehr euch richtig unterstützen, weil ich gar nicht die Mittel dazu hatte. Ich hatte gar nicht die Zeit, die Möglichkeiten dazu, weil ja, wenn du Videos schneiden musst, wenn du 5 verschiedene Jobs einfach machen musst, gleichzeitig und dann irgendwie 8 Stunden vor dem PC hockst, weil du noch selber die Webseite machen musst oder sonst was, dann hast du am Ende solche eckigen Augen, schaust völlig durchaus, was man vielleicht auch damals in einigen Videos gesehen hat. Aber es war halt nicht anders möglich, wenn du den ganzen Tag dann
solche Sachen noch nebenbei machen musst. Und dementsprechend habe ich mir schon am Anfang des Jahres gesetzt gehabt, okay, das Thema wird jetzt mal geklärt dieses Jahr. Und ja, nach ein paar Monaten war das Ganze umgedreht und es war echt sehr schön zu sehen und unglaublich, was sich da für ein innerer Wandel bei mir getan hat. Und ja, jetzt macht das Ganze einfach so viel mehr Spaß, auch die Zusammenarbeit. Sind dann voll schön reingestartet auch, hatten jetzt ein Event im Oktober ja. Vielleicht hat der eine oder andere das von euch gesehen. Am Bodensee und am Pfänder. Das war echt super schön. Und ja, da haben wir jetzt auch halt einfach die Zusammenarbeit, wenn man da länger mal, ich mache jetzt immer mindestens über 12 Monate über den Zeitraum, da sieht man halt auch mal nachhaltige Veränderungen. Ist nicht so, wie wenn du mal kurzfristig da was machst, mal fastest mal. Man hat das Gesamtbild nicht. Diese ganzen Zusammenhänge fehlen dann einfach. Und das war halt immer super schade zu sehen. Da war so diese kurze Euphorie, wenn man mal gefastet hat, wenn man mal kurz die Ernährung umgestellt hat, hat sich gut gefühlt, wenn man Bewegungen eingebaut hat, Körperübungen. Aber dann war es halt wieder, ja, weg. Und so über 12 Monate hat man halt wirklich nachhaltige Veränderungen. Man hat alles an der Hand, um dann wirklich den Weg weiterzugehen. Und es ist halt einfach super schön zu sehen, die Entwicklung auch, was sich da tut, was für, ja, sei es, wenn man Hautprobleme hat, Asthma, diese ganzen Geschichten, wie die sich so schnell wieder regenerieren, so schnell wieder lösen. Super spannend zu sehen. Und ja, das war so ein Riesenaspekt eben, den ich mir, ja, der dieses Jahr halt anstand. Und unglaublich viele Ängste, die dabei aufgetaucht sind, Zweifel und all diese Themen. Und ja, dann war eben das Event im Oktober. Und das war, ja, war super schön und macht mega viel Spaß im Moment mir, die Zusammenarbeit. Und jetzt, am Ende des Jahres, gab es noch eine Überraschung. Jetzt zu Weihnachten. Ja, ich stand die ganze Zeit schon an. Und ja, jetzt an Weihnachten habe ich meine Freundin gefragt, ob sie mich heiraten möchte. Und ich wollte sie schon sogar vor einem Jahr schon fragen, als wir zusammen in Frankreich waren. Und ja, jetzt haben wir uns an Weihnachten verlobt. Ja. Und ich bin super gespannt, wie es auch jetzt, ja, im neuen Jahr dann weitergeht. Und das war eben privat noch bei mir los. Und das war eben auch so ein Thema, wo die ganze Zeit, ja, wie gesagt, das wollte ich letztes Jahr schon machen. Und dann habe ich es halt die ganze Zeit erstmal weggeschoben gehabt. Morgen. Und ja, es war super schön, dass jetzt auch die Zeit für sowas wieder da war. Vorher hatte ich nämlich gar keine Zeit, Möglichkeit, mir da irgendwie Gedanken drüber zu machen, weil ich mir nicht mal, ja, weil nicht mal die Grundlagen gedeckt waren, dass ich da alles, ja, mich stabil darum kümmern konnte. Und ja, jetzt ist es super schön und Silvester wird auch sehr schön. Da werde ich vielleicht mal ein kleines Video machen, mal schauen. Und euch da auch noch mal einen Einblick geben. Sind wir wieder bei Freunden. Und ja, aber das ist passiert. Und genau, eine Sache, die auch noch passiert ist, jetzt eben nach dem Event war es mir halt auch möglich, wie gesagt, weil es immer so viel war, mir da jetzt Hilfe zu holen. Und jetzt sind wir gerade dran, langsam so ein Team aufzubauen. Super schön. Robin schneidet zum Beispiel die Videos immer. Und habe da jetzt einfach Unterstützung, dass ich da wieder wirklich mehr Zeit habe und die Möglichkeit, da immer für euch auch da zu sein. Auch in der Zusammenarbeit und dann auch einfach wieder mehr Content hier auf YouTube zu machen und das einfach immer mehr in die Welt rauszutragen. Und das steht jetzt auch so 2019 an, da wirklich das Ganze einfach auszubauen, dass man stabil ist. 2020 steht es an, genau.
und da wirklich so ein stabiles Kernteam aufzubauen. Und es macht halt auch einfach viel mehr Spaß, wenn man mehrere Leute ist, wenn da jeder an einem Strang zieht und es alles in eine Richtung geht und man sich da gegenseitig unterstützen kann, im Team, in der Gruppe, auch in der Zusammenarbeit eben. Und ja, vielleicht hat der eine oder andere auch das Video gesehen mit meinem neuen Arbeitsplatz. Anführungszeichen. Und wenn nicht, ich verlinke es mal in der Infobox. Genau, und dann steht halt 2020 wirklich so dieses Team aufbauen, Stabilität reinbekommen. Und ja, das sind die Themen eigentlich. So, war jetzt alles mal ein bisschen random, ein bisschen querbeet zusammengestellt. Und nur um euch mal einen Einblick zu geben, ja, war dieses Commitment, das hat es mir halt einfach auch geholfen. Oft, wenn man eine Entscheidung trifft, wie gesagt, wenn man sich dafür entschieden hat, sich auch wirklich dafür zu entscheiden, weil dann sucht das Gehirn automatisch nach Lösungen, man sucht nach Lösungen. Und anders, wenn man sich immer denkt und noch so eine Hintertür offen hält, dann denkt man immer, okay, ich könnte ja noch, ne? Und wenn nicht, auch nicht schlimm. Aber dann sucht man gar nicht nach der Lösung. Wenn man sich mal voll für was committed hat, das ist halt ein Weg. Diese Dauerhaftigkeit dann dabei behält und dann wird man auch eine Lösung finden. Nur eine Frage der Zeit. Und ja, das war so mein Jahr 2019. Und innerlich ging da sehr viel, wie gesagt, vor sich. Und wenn euch da auch einzelne Themen interessieren, dann kommentiert da gerne mal und schreibt gerne mal, wie euer Jahr abgelaufen ist, ob da ähnliche Themen da waren, was sich so getan hat. Und ja, ansonsten bin ich super gespannt aufs neue Jahr jetzt und auf Silvester und dann freue ich mich einfach super, da wirklich einfach das mehr in die Welt hinauszutragen. Ja, ich meine, stell dir vor, du hast eine Welt voll Menschen, die begeistert durchs Leben gehen, mit strahlenden Augen, die gesund sind. Und das ist so meine Vision auch und deshalb wirklich immer mehr in die Welt rauszutragen. Und da hoffe ich, nimmst du auch teil und unterstützt es und trägst es selber in die Welt hinaus als strahlendes Beispiel, als Vorbild. Und ansonsten wünsche ich dir noch, ja, einen wunderschönen schönes Restjahr 2019, guten Rutsch in 2020 und mach's gut. Bis dann, ciao.